Hallo liebe Leute, hier ist der Franken-Andi und ich darf euch begrüßen zur letzten Folge LS17 Hopfach. Ja, es ist mir jetzt sehr schwer gefallen, aber wir müssen einfach mal irgendwo einen Schlussstrich ziehen und den werde ich heute mit dieser Folge tun. Ich habe hier wahnsinnig viel Spaß gehabt. Wir haben so viel erlebt auf dieser Map hier. Mit den ganzen Spielern, die wo dabei waren. Mit die Action auf dem Server, dass wir keine Zeit hatten und alles schnell organisieren mussten. Der Aufbau, der sehr hart und zäh war. Mit den elendig langen Folgen. Was hatten wir hier noch? Ja, der letzte Teil, die letzten Folgen, die waren eigentlich sehr entspannt, als ich dann den Server abgeschalten habe und ich das dann einfach auf mehrere Folgen verteilt hat. Dann hat das alles hier ein bisschen, ja, war ein bisschen locker einfach alles. So, mal gucken, ob ich das jetzt hier hinkriege, den Hänger hier fertig zu beladen, oder? Naja. Ich glaube, den müssen wir noch ein bisschen einschieben, oder? Was ist er denn? So, passt. Ja, was haben wir hier für schöne Sachen erlebt? Die erste Ernte, die ersten Schweine, die Produktionen. Jetzt sind wir echt hier an einem Punkt angekommen, der wo der Hof richtig gut läuft. Nach 150 Folgen. Naja, 140 oder wo wir gerade sind. Kurz vor 140. Ja. Ich würde sagen, den... oh. Warte mal. So. Okay, jetzt. Aha. Jetzt kann man... So. Jetzt machen wir den hier unten noch weg. Aber das Holz verkaufen wir schon noch, oder? Ja, genug zu tun hätten wir ja noch hier, bevor der Winter einsetzt. Selbst im Winter hätten wir noch genug zu tun. Aber der LS19, der kommt jetzt richtig in Schwung. Die ersten schönen Karten sind schon da. Ich habe mir schon eine Modkarte ausgesucht, die ich erstmal privat ein bisschen anspielen werde. Mal gucken, ob sie mir dann so gut gefällt, dass ich da auch auf YouTube was damit mache. Ansonsten mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich habe da verschiedene Optionen offen. Ein Multiplayer ist natürlich auch noch geplant. Aber aktuell aus den zeittechnischen Gründen nicht umsetzbar gewesen. Ist auch eine Entscheidung, warum ich beschlossen habe, hier das Projekt heute zu beenden. So, jetzt... Achso, ich habe hier meine... Ich habe die Stützen gar nicht runtergefahren. Ach, warte mal, schau mal, wenn ich... Na, so. So, machen wir die Handbremse ein. Warum ich die Projekte beende? Ja, Zeit. Und Zeit ist knapp. Und es kommen ja viele Sachen
gleichzeitig im Moment. Und das schaffe ich einfach so nicht mehr. Und um einfach ein bisschen mehr Zeit für die einzelnen Projekte zu haben, ein bisschen was vorzubereiten und vielleicht den Content ein bisschen zu, ich sag jetzt mal, erhöhen, indem man, ne? Nämlich das Material ein bisschen zusammenschneide, dann habt ihr ein bisschen mehr davon und das Ganze sieht dann ein bisschen schöner aus und ist ein bisschen organisierter und das fehlt halt im Moment und das ist ein bisschen schade, denn ihr solltet ja auch möglichst viel Spaß daran haben, genauso wie ich. Und den LS17, den haben wir ja jetzt lang genug gespielt. Jetzt kann man Platz machen für den 19er. So. Oh Gott, hoffentlich kriege ich den da rein. Oh, Heiland, na. So. Drei Stunden später. Oh. Ja, das war so geplant. Nö. Ich habe jetzt hier echt. Ich habe mir das nicht nur eingebildet, da ist irgendeine Kollision noch mit drin. Ja, Das ist natürlich jetzt blöd. Wir mussten auf 5 Meter schneiden, oder was? Ja. Musste auf 5 Meter schneiden. Puh. Ja, nee. Nee, da fahre ich sie lieber mit dem kleinen Hänger und lade sie dann hier mit dem Frontlader so auf. Mal gucken, ob ich hier nochmal weitermache. Dann halt nicht. Schade eigentlich. Aber jetzt habe ich wenigstens mal damit gearbeitet. Das ist schon mal etwas hier. Und war freimillig. Macht aber echt Spaß mit dem Ding hier. Aber 5 Meter, da kriegst du ja kein Geld dafür. Das ist doch nicht schön. So, den Fendt nehme ich den noch. Ich hab keinen Frontlader da, oder? Dann muss ich den ja eh mit. So, mach mal dein Lenkrad.
Richtig hier. Gut. Ne, den Frontlader haben wir wenig hier. So, dann schauen wir nochmal zu den Schweinchen und unseren Hof noch ein bisschen um und dann beenden wir dieses Projekt mit einem weinenden Auge und einem lachenden, denn es kommt ja was Neues. Oh, ne, ich würde eigentlich das Licht mal anmachen hier. Hier, eine Maisparty haben wir gar nicht gemacht auf der Hauptfach, ne? Hm. Mal hier fett Mais häckseln. Land hätten wir ja jetzt genug. Könnte man mal die BGA anschmeißen oder so. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann ein Projekt hier. LS17 Revival oder so. Ich glaube nicht, denn wenn es jetzt hier richtig losgeht im LS19 mit den richtig coolen Modkarten, dann weint hier dem LS17 keiner mehr hinterher. So. I'll be back in Otterbach. So, dann fahren wir den auch mal wieder hier rein. Achso, warte mal, ich muss. Kann ich da noch gar nicht reinfahren? Ich muss erstmal noch meinen Hof hier aufräumen. So, jetzt hänge ich den Düngersteuer hier vorne mal dann. Und dann setze ich den Miststeuer 1 weiter rüber. Oder ist er noch gar nicht zugeklappt? Schau her, jetzt haben wir auch genügend Platz, um da dann den raus und da reinzufahren. So, einmal. Achso. Ich habe ihn gar nicht hochgehoben. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Jetzt haben wir ein wenig über den Boden gezogen. So, und diese Folge möchte ich nochmal allen Leuten, die hier mitgewirkt haben, bedanken. Mal gucken, ob ich sie noch alle zusammenkriege. Der Marc und der Michel, die von Anfang an dabei war. Dann der Charlie, der Stefan, der Curtis und... Hatten wir sonst noch jemanden? Ich glaube nicht. Ich glaube, das waren alle. Vielen, vielen Dank euch für die Hilfe hier auf der wunderschönen Karte auf meinem Hof, dass ihr mich hier unterstützt habt und immer Zeit hattet und eure Zeit geopfert habt dafür. Die vielen Stunden, die wir hier auf dem Server oder in dem Spielstand verbracht haben
guckt, was wir alles geschaffen haben. Das hätte ich nicht ohne euch geschafft. Den ganzen Schweinen geht's gut. Der Kontostand ist prall gefüllt. Der Hof ist riesig groß geworden. Wir haben wahnsinnig viele Gerätschaften gekauft, auch große Gerätschaften. Es, ja, viele Produktionen zum Laufen gebracht. Noch nicht mal ansatzweise die Hälfte der Karte überhaupt gespielt. Aber es war echt super schön. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Eigentlich nichts mehr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt natürlich. Die vielen, vielen Stunden, wo ich euch versucht habe zu unterhalten. So, ach ja, das Mail steht hier noch. Na, lade ich das noch ab? Nö, das mag ich jetzt nicht mehr abladen. Paletten hier schubsen, das ist immer ein bisschen eine träge Sache. Und die Produktionen laufen? Ja. Der, ach nee, Mond 36. Die Zwiebeln müssen auch mal irgendwann wieder aufgefüllt werden. Ja. So, bei der Kompostieranlage, ich glaube, da ist noch jede Menge Kompost drin, der verkauft werden muss, ne? So, Gas, wie schaut's hier aus? Ja, 50.000 Liter Gas, gut. Ja, 40.000 Liter Kompost, uiuiuiui. Unser Riesenpflug, dieser Knickpflug, eine ganz schöne Herausforderung mit dem Ding zu fahren. Werde ich, glaube ich, mir auch nicht mehr holen, so einen Riesenpflug, wenn er ein bisschen kleiner ist und dann dafür vernünftig fahren können und auch steuern können. Ja, diese Hänger, die kennen wir ja auch im LS19. Das sind ja, wo die Silageballen bei mir rumgehüpft sind. Mal gucken, ob das immer noch so ist. Ja, unsere ganzen Schlepper, den John Deere, den wunderschönen mit der Einstiegsanimation, kommt noch einmal, oder? Genießen, warte mal. Ja. So, so, das Fenster hier mal aufmachen. Lass mich mal. Ja, jetzt, oh. So schön. Ja, cool, cool. Der John, der Deutz natürlich hier, das aggressive gelbe Geschoss hier. Der MB und der Fendt. Ja, seit der ersten Folge dabei, die zwei Gerätschaften. Unglaublich viele Stunden untergeritten. 75 Stunden der Fendt. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, die ganzen Stapler, die auf der Karte verstreut sind. Und natürlich den MF, ne? Den MF, den habe ich ja noch vergessen. Der steht ja hier drin. Der hat auch. Das war, glaube ich, der dritte Schlepper, den ich mir gekauft habe. Auch 40 Stunden drauf. Brachial, ha? Eieiei. Und meine Zuckerrüben, nein, Kartoffeln, was ist das? Sie sind hier immer noch drin. Was ich aber, ich habe es nicht geschafft, Zuckerrüben, diese irgendwie wieder auszukippen. Was macht man denn eigentlich mit diesen Paletten? Ich kann die nicht mehr benutzen. Ich kann die weder in da vorne zur Befüllung reintun. Ich kann sie in keinen Hänger mehr einkippen. Ich kann damit gar nichts machen. Verkaufen könnte ich sie vielleicht noch, aber sonst irgendwie ist es ein bisschen merkwürdig. Aber naja. Können wir ja noch zu Geld machen. Ja, die zwei Sämaschinen, das Güllefasel und die dritte Sämaschine. Wollen wir die Türen hier zumachen, ne? Sonst muss ich da jetzt gleich noch überall durchgehen. Das geht nicht. Ja, mein Ballenlager. Da bin ich froh, dass das im LS19 ist, dass der Boden sich automatisch anpasst, weil das ist echt grausam. Ich meine, ich mag die Karte echt, echt gerne, weil das alles so ein bisschen hügelig und krumm ist und so, aber
dass sich das dann hier so komisch anpasst, ist schon sehr nervig und gewöhnungsbedürftig. Und das ist halt im 19er jetzt viel, viel besser und schöner gelöst. Ne? Das kann man im Boden anpassen. Und dann kannst du auch schön deine Gebäude platzieren. Das ist echt sehr schön. Ja, unser Schweinefutter, das glaube ich, brauchen wir nicht angucken. Ja, und jetzt der vollen Misthaufen. Gut, das hätte ich halt jetzt zu Kompost dann verarbeitet, aber die Düngerproduktion, die haben wir ja auch schon gestartet. Sehr schön, sehr schön. Ja, danke, danke fürs Einschalten. Schaut auch in den neuen Projekten vorbei. Seid gespannt, was es alles geben wird. Ich weiß es selbst noch nicht so ganz genau. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören und sehen. Tschüss.